Hallihallo. Wir sind jetzt wieder draußen. So Chloe bei Blackwell. Is waiting for me in front of the main hall. Chloe wartet am Hauptgebäude auf mich. Wir haben gerade eben ein bisschen die Wohnheime durchsucht. Jetzt sind wir hier da draußen. Können wir das öffnen? Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Meine Güte, Samuel schließt ja nichts ab, hä? Nothing here. Eine Axt. Eieiei. Nothing but tools. Vielleicht ist Samuel ja doch ein Axtmörder. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Okay. Who knew Samuel was so into runway fashion? Ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht. Hollywood Girls. Live your dream. Okay. Sehr witzig. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Oder ist es gar nicht Samuels Kram hier? Wenn sie das jetzt gerade eben gesagt hat. Ja, was ist? Max? Fragezeichen, Fragezeichen. Ach ja, wir haben das ein Foto ja gemacht. Wir müssen noch ein Eichhörnchen fotografieren. Wir haben ja alles durchsucht, soweit ich gesehen habe. Ich glaube, da ist es. Da ist es, da ist es. Es ist gerade gesprungen. Habt ihr das gesehen? Oh nein, es ist weggelaufen. Aber ich habe spezielle Fähigkeiten. Los. Ansehen. Hello, little friend. Care to join me? Oh nein, ich muss nochmal das machen, weil ich so lange war. Foto. Look at the lens and say nut. Nut. Gotcha. Habt ihr gesehen, wie es gesprungen ist? Das war voll cool. Du bist ein cooles Eichhörnchen. Oh. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber es wäre cool, wenn das Foto hier, wenn es variieren würde, je nachdem, wann man es schießt. Also, wenn das Eichhörnchen dann in der Luft wäre oder so zum Beispiel. Ich glaube, es ist nicht der Fall, aber es wäre echt cool. Maybe Samuel should fix that lamp. Ja. Scheint nicht immer seine Hausaufgaben zu machen, der liebe Samuel. Ach, setz dich erstmal hin, Max. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. But I feel kind of invincible now. Das ist nicht die übliche Musik, wenn sie sich hinsetzt normalerweise. Also das ist... Vielleicht weil es Nacht ist. Ja gut, Max fühlt sich unbesiegbar jetzt erstmal. Ja, es ist irgendwie wahrscheinlich so echt nochmal ein Energieschub, weil sie hat ja auch eine Riesentat da geschafft. The most magical insects. Burn bright. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Oh nein, lass mich. Bitte, hab Erbarmen. Wie ist es denn? Was haben wir nochmal? Aquarium, Zigaretten. Okay. Ich glaube, das findet man hier draußen nicht. Beziehungsweise, ich bin mir relativ sicher, dass man es nicht findet. Everywhere I go, I can see how I'm altering history. Okay. Big and small. Was? Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Huh? Not yet, anyway. Okay. Ich will noch... Eigentlich...
Habe ich nicht gefragt, ob er noch was sagt. Blackwell almost lost another student. Wish Kate Marsh would just skip town. Oh. Now I have to deal with more pissed off entitled parents who want to blame me for their mistakes. Cheers. Okay. Ja gut, er trinkt und er darf mich nicht sehen. Entweder kann man hier so einen Bogen machen, aber ich glaube nicht, oder? Ah nee, ich weiß. Ich spule einfach zurück und er hat doch gerade eher abgeschlossen. Dann dürfte er mich nicht sehen. He's lucky nobody else saw him like that. Except me. You know, I got... Max the Ninja strikes again. Nope, I don't want to go there. Ach, sie geht nicht mehr zurück dann, zu dem Punkt. Ist sie jetzt die ganze Zeit bei der Tür? Also ich meine, eigentlich hat das ja irgendwann aufgegeben gehabt und hat sich hier hingesetzt. I don't want to go that way. Okay, jetzt geht Max einfach nicht mehr zurück. Ja gut, haben wir ninja-mäßig unsere Aufgabe erledigt und ja. Also sie hat ja gesagt, dass er mich nicht sehen durfte, oder? Ich hätte nicht mit ihm reden können, oder? Oder doch? Naja. Okay, gehen wir zur nächsten Szene. Go Bigfoot. Hier ein paar Fotos, ich glaube wahrscheinlich von Jefferson gemacht. Booyah! Oh Gott! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. You're like a scary punk asshole. Chloe, du bist so blöd. I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. Ja, echt mal. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Weißt du, wie knapp es war? Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Wäre schon nicht schlecht. Es ist echt, es ist zwar nicht so wirklich lustig, aber ich will Chaos-Theorie wissen. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Reden wir mal über Rachel. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody. Even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Lebendig, wohl auf tot. Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Okay. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. Oh. I just... don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime.
As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well... Oh, God. How does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. Boah, Victoria. This conversation is officially over, Miss Chase. Was ist mit dir eigentlich falsch? I suggest you go back to your dorm now. Oh mein Gott, ey. I only... Are you fucking kidding me? Meine Fresse. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Kann nicht ehrlich sein, oder? Let's go find out. Coolio. Chloe the Keymaster. You know it. Oh yeah. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Gut, come on, echt, one more door and our work here is done. Da hat sie einen echt wichtigen Punkt gerade erwähnt. Wir haben gesehen, dass die Zeit irgendwie nicht ganz zuverlässig ist, die Zeit, das Zeit-Zurückreisen. Es hat nicht geklappt, als wir Kate retten wollten. So you can almost shoot somebody on Monday and party on Friday? Prescott Power. Schauen wir uns mal die Sachen nochmal an. Nerd Alert. This poster has Warren written all over it. Rachel, I know you and Kate are connected by all this. No trophy will help Blackwell's reputation now. Jetzt, wo Kate fast Selbstmord begangen hätte, ja. Maybe Kate started a revolution. Oh, Vortex Club sucks. Flush the Vortex Club. Kate Marsh Power. Pray for Kate. What? A long time ago, Nathan got smacked down. Das ist ganz süß von ihr. Where the hell are you, Rachel Amber? Wahrscheinlich tot. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Wie oft sieht man vermisste Personen wieder? Ich weiß es nicht, weil ich nie jemanden so hatte, der in meinem Umfeld, der einfach vermisst wurde und dann auf einmal nie wieder da war. Your party days are over. Aber ich glaube trotzdem, dass es eigentlich nicht häufig ist, dass vermisste Personen einfach wieder auftauchen.
There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Miss Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4%ige Rückgang in Campuskriminalität. Ich respektiere ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit ihrer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Akademie nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichsten Grüßen, David Metzen. Also, wenn man das so mit Feige und so ausstattet, also ich meine, dann warum überhaupt noch reinschreiben mit freundlichen Grüßen? Dann sag doch einfach David Madsen und lass die freundlichen Grüße weg. Was eh nur eine weitere Lüge ist. Ich hasse diese Formalitäten. Formalitäten ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Sich etwas hinstellen, was man nicht ist. Wenn der Brief unhöflich ist, dann soll er unhöflich sein. Und wenn er höflich ist, soll er höflich sein. Der soll nicht so mit freundlichen Grüßen so getürkt sein. Sehr schön. Sehr schön. Eine Pflanze. Ein Ventilator. Ein Festnetztelefon. Oh, wie süß. Alte Zeiten. Die gibt's bald nicht mehr, die sterben bald aus. Na, Chloe, wie geht's dir so? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you can look for the key. Just in case. Why, yes, I could. Okay, dann suchen wir doch mal. Yep. Nothing here. Yep. Nothing here. Dieses Spruch jetzt jedes Mal benutzt, wenn ich... Dead end. Ah, nee. Okay. Boring. Na, es ist spannend. Es ist spannend, gerade zuzusehen. Schlüssel. Crap. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Ah, ja. Hey, Warren. You busy? Just bubble hearth. You'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Das ist meine Formulierung. No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. Na, was hat Chloe denn dafür einen Blick rübergeworfen? This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okidoki. Oh, wir haben Textnachrichten von Born. Jetzt kann ich auf einmal hier einen Zucker nehmen. Aha. Warte mal kurz. Here are the keys. None for the principal's office. Oh, willst du mich verarschen? Wofür sind denn all die Schlüssel sonst? Okay. SMS? Äh.
Achtung 007, du musst folgende vier Objekte finden. Erstens Zucker, zweitens eine Dose Limo, drittens Klebeband, viertens Natriumchlorat. So machst du's. Zucker, Natriumchlorat, Dose. Bumm! Alles klar. Fragen? Natriumchlor, was? Ein Puder zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Ja, klar. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist das richtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen. Oh, irgendwie sind die beiden schon cool. Ich mag Max so sehr. Ooh, Sugar. Only three more items to go. Wir haben eine lustige Schnitzeljagd. Wir müssen noch drei Sachen suchen. Klebeband. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Klebeband, Natrium, irgendwas. Warte mal, was? Release the crack can. Das war witzig. It's all mine anyway. Crack can. You're halfway home, Max. So. Was ist denn? Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt? Max? Noch hier, nicht in die Luft geflogen, noch nicht. Ich muss mich konzentrieren, meld mich später. Also wir haben jetzt, warte, was haben wir jetzt bis jetzt geholt? Wir haben Zucker geholt, ne? Wir haben eine Dose Limo geholt. Fehlt noch Klebeband und Natriumchlorat. Okay. Nein, wir sind keine Einbrecher, wir sind nur neugierig und schauen uns ein bisschen um. Oh. Gross. I hate that formalin smell. Klausuren? An A minus? Alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Oh. A minus, cool. Ach komm. Können wir doch mal machen. You deserve way more than this for taking on Nathan, but every little grade counts. Yes, I like this plus better than that minus. Thanks for being there for me, Warren. Das ist nett. Ass biology. Ugh, gross. Yeah. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Zeitweilig? Halt. Was sonst? I never said they were great, Troll. Max takes shitty selfies, ja. Echt mal, wer hätte gesagt, dass das tolle Selfies sind? Und wer schreibt so einen Mist einfach auf seinen Tisch drauf? No, this mixture doth not work. Wissenschaftsbuch. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Ah. Toxische Menschen. Uhuhu. Hatten wir schon. Ah ja, das Aquarium, da kommt man ein Foto drauf machen. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Ja. Komm schon. Good evening, Fish Fish. Okay. Thanks, Fish. Nice work. So, dann schalten wir es wieder aus. Please resume your slumber. Genau. Oh, ich liebe Aquarien so sehr. Wir hatten früher auch eins. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ist leider ausgelaufen. Was für ein grausiger Massenmord dadurch geschehen kann. Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ganz ruhig. Ich schaue nur ein bisschen mich um. Da, Chemiematerial. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride.
Oh. Ew, gross. At least switch to E6. Mach ein Foto, Max. Aber eigentlich braucht man für Sofortbildfotos, glaube ich, schon Licht, oder? Funktioniert nicht so gut im Dunkeln, soweit ich weiß. Here's the sodium chloride box. Na dann, hol's dir. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Stimmt. Endlich hat sie dazugelernt. Only one more ingredient left. Ja, Klebeband wird man ja wohl irgendwo noch finden, oder? So. Kate's Schließfach. So glad you still have your locker, Kate. Und sie hätte es nicht, wenn... Ja, natürlich hätte sie es nicht mehr, wenn sie nicht mehr im Leben wäre. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Bully free, ja. Toll. Hier war Jeffersons, also der... This is like a scene in a horror film. Fotounterricht. I feel silly thinking of myself as an everyday hero for helping Kate. But it's cool that other people do. Now if I could only find Rachel. Max, du hast echt eine Menge geschafft. You can never escape the lighthouse here. Geschafft bis jetzt. Du hast ein Leben gerettet. Das ist schon sehr krass. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Auf dem Friedhof. Oh. Aha. Wettbewerbsfotos? Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Eieiei. Feuerwehrmann, der ein Kind gerettet hat. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Ich mag die Pause und dieses... Also, said Max, der Art Critic. Das fand ich sehr cool gerade. Also... Sie nimmt sich selbst nicht ganz ernst. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Manchmal hat das eine mit dem anderen nicht viel zu tun. Manche sind in einem Bereich... I probably should find those items now. Oh, da ist Klebeband. Ich habe es tatsächlich gesehen. Aber erstmal gucken, ist hier noch irgendwas anderes? Zigarettenpackung. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Okay. I thought we used some tape in Jefferson's class last week. Wie Max mir die ganze Zeit Hinweise gibt. Oh mein Gott, das sind ja mehrere Klebebände. Ist ja gut, ich nehme mal eins auf. The tape is mine. Ich hab's schon gesehen eigentlich. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Ich hätte nur ein bisschen Schiss, dass ich die anderen Sachen nicht mehr angucken kann. Okay, ja. Ist da wirklich die amerikanische Flagge im Klassenzimmer? Typisch Amerika. Meine Güte. In jeder zweiten Einstellung die amerikanische Flagge. Das sieht man bestimmt immer. Müsst ihr mal einen amerikanischen Film gucken. So. Ja. Rohrbombe. Ja, dann machen wir das mal auf, ne? Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes. Time to blow shit up. Ayayay. If you'll light the candle. This is so cool. Get ready to haul ass. Hey, hey, hey. Na dann. Wow. That was so fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Oh my God, this is loud. Shit, shit. Do something, Max. Ja, den scheiß Alarm aufstellen.
Oh. Ja, klar. Wir bleiben ja immer da, wo wir, von welchem Ort wir zurückspulen. Super, jetzt haben wir den Alarm effektiv ausgestellt. Und können sagen... This ancient door is no match for Max the Magician. Genau. Und... Hallo, Chloe. If this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste.